Zeit hatte ich mir immer vorgestellt wie Kino, schon als Kind. Das Leben eine Filmrolle. Bild für Bild für Bild, alles ist schon drauf auf diesem Film. Das blutende Knie, der Kuss im Flur, ein Filmriss in durchzechter Nacht, die monströse Uhr im Museum, der letzte Atemzug. Im Kopf haben wir einen Projektor, der unseren Film abspielt. Jene Bilder, die gerade im Objektiv vorbeisurren, das ist die Gegenwart. Und dieses Bild für Bild erzeugt ein Gefühl. Wir nennen es Zeit. Vielleicht tickt die Zeit nur zwischen unseren Ohren, sagte ich zu Maria. Ein Filmstreifen, abgerollt auf einem Leuchttisch jedenfalls, hättest du dein ganzes Leben im Blick, alles auf einmal. Und wenn es Filmsalat gibt, erwiderte Maria spöttisch, begegnet der Mensch sich selbst. Also schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie einladen zu einer Reise durch die Zeiten, 200 Jahre hin und her. Es geht, wie Anne schon angekündigt hatte, um künstliches Leben und das Leben als Kunst. Aber zunächst müssen wir zum Ausgangspunkt unserer Zeitreise. Bitte folgen Sie mir also nach Genf. Der Erzähler, der eigentlich eine Dokumentation über den dortigen Teilchenbeschleuniger, den Large Hadron Collider drehen möchte, hängt in Genf fest. Das hat einen technischen Grund, dass die Maschine steht. Beide hatten in Paris studiert. Georges vor allem Physik, Maria hatte Physik und zusätzlich Informatik belegt. Ihr Französisch, behauptete Marcel, habe noch immer einen polnischen Akzent. In Genf waren Georges und Maria einander wieder begegnet, hatten ein paar Monate sogar im selben Team gearbeitet. Bis Georges Ausstieg. So tickt Wissenschaft. Theorie, Versuch, Eureka. Georges hatte sich den guten Ruf verdorben, als er einmal forderte, das Ergebnis zu bedenken, falls die Theorie falsch sei. Dann widerlege das Experiment nicht bloß die Hypothese, da könne die Maschine sonst welche Monster wecken, Formen der Materie, an die im Traum noch kein Forscher gedacht habe, bei Energien wie kurz nach dem Urknall. Es war sein letzter Kongress. Frankenstein-Effekt nannte das Georges. Etwas Großes schaffen wollen, aber ein Ungeheuer wecken. In der Maschine befürchteten damals manche, könnten kleine, schwarze Löcher, die bei der Kollision entstehen, außer Kontrolle geraten und alles verschlingen. Das CERN, Genf, den ganzen Planeten. Georges selbst glaubt übrigens nicht an den Urknall. Das sei kein Thema für Physiker, sondern für Pfarrer. Die Unfähigkeit, das Denken von Menschen von menschlichem Erleben zu lösen. Geburt und Tod, Anfang und Ende, eben Glaube. Marcel saß über einer Mappe voller Skizzen. Eye-Ghost, Gesichter des Grauens. Jedes Jahr, erzählte er, mache ich mit den Neuen diese Übung. Sie sollen ihren Ängsten eine Gestalt geben. Aber sie kommen von den alten Bildern nicht los. Frankenstein, Dracula, Freddy Krüger. Übrigens, Frankenstein ist Genfer. Wusstet ihr das? Georges, der gerade eine neue Karaffe brachte, verdrehte die Augen. Marcel hatte gerade sein Steckenpferd bestiegen. Der Gamarier entfaltete ein betörendes Bouquet. Es war im Sommer 1816, erzählte Marcel. Lord Byron und Percy Shelley, die beiden Dichter, trafen einander hier am Genfersee. Byron auf der Flucht vor dem Klatsche in London und seinen Schulden. Shelley auf einer Romanze mit zwei jungen Damen. Mary Goodwin und Claire Claremont. Claire ihrerseits auf der Jagd nach Byron. Der nasskalte Sommer 1816 ging in die Geschichte ein als das sogenannte Jahr ohne Sommer. Es herrschten furchtbar kalte Temperaturen in den Sommermonaten. Es schneite bis in den Juni hinein. Die Genfer Besucher können im Grunde genommen nicht viel anfangen. Sie sitzen in ihrer Villa fest. An den wenigen Tagen, an denen die Sonne mal scheint,
segeln sie auf dem Genfer See und ansonsten vertreiben sie sich die Zeit mit dem Erzählen von Geschichten, dem Vorlesen eigener Texte und dann auch dem Vorlesen von Geistergeschichten. Bald haben auch alle ihre Spitznamen. Aus dem Lord Byron wird LB, Lord Byron, abgekürzt LB, also LB, wie das die Eingeborenen aussprachen. Unglücklich mit seinem Nickname ist eigentlich nur sein Leibarzt, Dr. Polidori. Alle rufen ihn Polidolly. Muss man natürlich wissen, dass Byron und Shelley heutzutage ungefähr für die Engländer oder dass sie das für die Deutschen so Goethe und Schiller sind. Also da gibt es keinen Waschzettel, den es nicht mindestens eine Doktorarbeit gibt. Dort, Marcel zeigte schräg über den See. In der Villa Diodati, der Sommer kalt und verregnet. Noch im Juli musste der Kamin geheizt werden. An den wenigen regenfreien Tagen segelten Byron und Shelley auf dem See. Dr. Polidori, der Leibarzt des Lords, vergnügte sich bei Freunden in Genf. Nachts, im Schein glühender Scheite, erzählte man einander Ghost-Stories. Gut gegen die Langeweile, wenn über dem See die Gewitter tobten. Da hatte Byron eine Idee. Und die Idee von Lord Byron ist, das machen wir jetzt selber, wir schreiben jetzt selber Geistergeschichten. Und aus diesem Schreibwettbewerb sind zwei Texte hervorgegangen, die in die Literaturgeschichte eingegangen sind. Das ist zum einen von seinem Leibarzt John Polidori, The Vampire, die erste Vampirgeschichte, in der das, was wir heutzutage als Vampir kennen, also was später Bram Stoker im Grunde genommen populär gemacht hat, man könnte sagen, Bram Stoker ist der Enkel von Polidori, generationsmäßig betrachtet, und von der Mary Goodwin die Idee zum Roman Frankenstein. Wie kommt nun aber eine so blutjunge Frau, Mary Goodwin, war damals 18 Jahre alt, war noch nicht verheiratet, heute kennen wir sie als Mary Shelley, als die Verfasserin, auf eine solche Idee? Woher stammt der Geistesblitz zu diesem Roman? Es gibt dazu verschiedene Theorien, alles, was sie später geschrieben hat, ist Mainstream und heutzutage völlig bedeutungslos, außer für Hardcore-Anglisten vielleicht. Ja. Wie kommt so eine blutjunge Frau auf eine solche Idee? Und dazu gibt es verschiedene Theorien. Eine sagt, ihr Geistesblitz sei ein elektrischer Funke gewesen. Tote Frösche hüpfen zu lassen, das war der Clou auf den Jahrmärkten. Die Leute waren wie verrückt nach solchen Spielen. Sie fassten sich bei den Händen und sobald der Erste und der Letzte eine leitende Flasche berührte, sprang die ganze Reihe in die Höhe wie aufgeschreckte Hasen. Mutige Damen ließen sich mittels Elektrisiermaschinen aufladen und verteilten dann funkensprühende Küsse. War Elektrizität die lang gesuchte Lebenskraft? Seit Galvani beobachtet hatte, wie die Muskeln toter Frösche zu zucken begannen, wenn er sie mit Nadeln aus Kupfer und Eisen berührte, zupften sich die Gelehrten. Wie war das zu verstehen? Die Elektrizität, so schien es, die im Gehirn der Tiere gebildet wurde, durch die Nerven strömte, die Muskeln mit Kraft versorgten, floss offenbar aus dem Körper. Der letzte Rest an Lebenskraft verließ das tote Tier. Wenn es umgekehrt gelänge, mittels Voltasäule unbeseelte Stoffe mit Leben zu erfüllen. Galvanis Neffe, Giovanni Aldini, Professor für Physik in Bologna, wagte sich schließlich an Größeres. Enthauptete Rinder und Pferde. Rührte er die Körper mit den Elektroden der Voltasäule, begannen auch die Muskeln dieser großen Tiere zu zucken. Ein abgeschlagener Stierkopf blinzelte. Sollte es möglich sein, dass auch im Menschen diese Kraft wirkt? Woanders könnte sie besser konserviert sein, als in dem noch warmen Körper der Räuber und Mörder unter dem Schafott. In Bologna hatte er Versuche mit den Köpfen und Rümpfen zweier Verbrecher gemacht. In London aber bekam Professor Aldini nun einen ganzen Kerl direkt vom Galgen auf den Labortisch. Zwei stämmige Gehilfen der Chirurgie wuchteten den Toten auf die Holzplatte. Das Thermometer stand an diesem Montag unterm Gefrierpunkt und der kräftige Körper des Gehängten war bereits kalt und hart. Aldini zögerte. Er blickte um sich. Die Reihen des Saales waren gut gefüllt. Spannung in allen Gesichtern. Mit der gefrorenen Leiche war durchaus kein Erfolgssicher. Allerdings, damals in Bologna, erinnerte sich Aldini, herrschte dieselbe Temperatur. Also wagte er den Versuch. Drei galvanische Wannen standen bereit. In den Bänken der Zuschauer verstummte das Grauen.
Einen Draht steckte Aldin in den Mund, den anderen in ein Ohr. Der Kiefer des Verbrechers begann zu zittern. Die Wangen und alle Muskeln des Gesichts waren schrecklich verzerrt. Dann öffnete sich das linke Auge. Als Aldin ein Ohr und den Anus berührte, bewegten sich auch entfernte Muskeln. Schließlich ballte der Tote die rechte zur Faust und streckte ein Bein. Die Zuschauer der vorderen Reihen sprangen von ihren Plätzen. Kehrte der Tote ins Leben zurück? Wenn die Volta-Säule nur einzelne Glieder belebte, überlegte Shelley, nie aber den ganzen Körper, dann brauchte es ganz offenbar eine noch größere Kraft. Die Energie eines Blitzes, eines ganzen Gewitters, gefangen in einer leidernen Flasche. Hier, über dem Lake Lemmon, tobten die richtigen Unwetter, um mit ihrer Gewalt tote Stoffe zum Leben zu erwecken. Klar, Professor Frankenstein war ein Genfer Bürger. Viktor Frankenstein. Frank. Frei, freimütig, offen. Dabei beharrlich wie ein Fels. Viktor, der Sieger. Sieger über den Tod. Danke. Thank you.